Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht weiter mit dem T5 Camper Projekt. Rein theoretisch würden mir diese 84 PS auch reichen, aber es ist schon... Eigentlich hat er das jetzt wirklich gesagt? Und zwar sind wir heute bei SMT. Da wird heute nämlich, guten Tag, ja, Krischi ist auch da. hier geht es nämlich jetzt heute um den Motor. Der ist fertig. Was hast du denn da gemacht? Ja, einmal, weil wir ein bisschen Leistung fahren wollen, sozusagen einmal komplett wie Grundrevision. Dadurch, dass es natürlich auch jetzt der günstigste Camper im Netz war, sagtest du? Genau. War natürlich auch der restliche Zustand vom Motor natürlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, wir bauen einfach mal größere Düsen rein und einen großen Lader, gucken wir mal, was passiert, sondern gehen halt auf Nummer sicher und haben hier einmal sozusagen, habe ich hier einmal komplett GR gemacht. Zylinderkopf runter. Alten Turbolader raus, alles andere raus, alles einmal zerlegt, vermessen, teilweise auch Sachen neu gebaut, ja, alles einmal hübsch gemacht, damit das natürlich auch zum restlichen Auto nachher so passt. Turbolader, was haben wir da irgendwie was Spezielles? Ein Turbolader ist von der Abmaße her eigentlich wie original. Ist aber von Innereien her bearbeitet, geht so bis 180, also 200 PS sind eigentlich, kann der Turbolader locker, ohne irgendwelche großen Probleme. Ich habe hier nochmal ein kleines Sammelsorium so bereitgestellt, was wir jetzt alles einmal so getauscht haben. Wir haben eine neue Nockenwelle drin, die sowieso bei den Motoren sehr, sehr anfällig ist. Und da man sieht, dass das Auto auf jeden Fall extrem lange gestanden haben muss, sieht die Nockenwelle halt so aus. Zwecks auch die Kipphebewelle, wie man hier sehr schön sehen kann. Alles sehr vergammelt und angegangen. Dadurch, dass ich nur ein paar Motoren davon stehen habe, konnten wir uns dann natürlich sehr viel bedienen. Nockenwelle ist neu. Kipphebewelle habe ich zum Beispiel aus einem alten Motor von mir genommen. Hydrostößel sind hier auch immer ein großes Problem, sieht man hier schon. Die laufen immer gerne ein, die gehen kaputt. Das ist eigentlich die größte Schwachstelle bei den Motoren. Das ist auch alles ausgemerzt. Da sind neue drinne, neue Glückherzen natürlich. Hab gleich upgradet, habe ich mir auch über ein paar Motoren zusammenbauen rausgefunden, dass wir hier ein bisschen jetzt stabilere Stehbolzen oder Zylinderkopfstehbolzen drinne haben. Oder Entschuldigung, Zylinderkopfschrauben, die von der Länge her und von der Abmaße her genau gleich sind, aus dem Originalteilekatalog sind und aber einfach nur eine höhere Zugfestigkeit haben. Fahre ich zum Beispiel in meinem eigenen Auto auch und da sind über 300 PS mittlerweile und funktioniert wunderbar. Sehr gut. Dann habe ich gesehen, hast du hier, der war ja vorher gar nicht so sauber. Was hast du da gemacht? Einmal komplett den Block, wo ich nur den Block hatte, alles einmal gereinigt. War auch eine Schweinearbeit. Das glaube ich. Sah ja, ihr wisst ja doch ein bisschen, wie der Motor aussah. Das war nicht schön. Und dann extra so ein Thermo-Motorschutzlack rauflackiert oder eine Grundierung drauf gemacht und dann alles einmal das vernünftig schick gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr frisch aus. Gefällt mir. Das Coole ist, finde ich immer, wenn der Motor ein bisschen sauber ist oder so, wie er jetzt aussieht. Wir haben ja das Problem bei ganz vielen Bussen, die zu uns kommen, dass die rundherum einmal eine Ölwanne sind. Da ist halt auch schwierig, so als Werkstatt zu gucken, wo kommt das Öl jetzt überhaupt her? Ne? Wenn du jetzt natürlich alles sauber hast, einmal so wie jetzt, und da hast du immer mal eine kaputte Dichtung oder hier von der Tandempumpe mal irgendwo, dass irgendwo Öl runterläuft, dann siehst du halt sofort, wo es herkommt. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Bus, da sagt der Kunde, ja, wo kommt denn das Öl her? Der Motor ist einmal rundherum eingeschmiert mit Öl. Das Problem haben wir jetzt hier nicht. Wenn du jetzt in Sibirien unterwegs bist und siehst, da läuft irgendwo was raus, dann weißt du gleich, alles klar, die Dichtung bräuchte ich vielleicht mal neu. Das ist eigentlich ganz witzig. Das Billigste, was du eigentlich machen kannst, gerade bei den Facelift-Dingern, da haben wir ja auch, ich weiß gar nicht, 84, 105 und 140 PS. Da ist eigentlich das Erste, was du machen musst, eigentlich Software, finde ich. Geht schon los, wenn du losfährst halt. Die Leistung steht gleich ganz früh an, du kannst früh schalten. Ja, ich sag mal, vor allem, wenn du den 84 PS hast, also die ganz kleinen, die fahren ja original, das fährt ja leider überhaupt nicht. Also nur mal zur Info nochmal, für die Zuschauer, das hier war auch mal ein 84 PS Motor. Ja. Und da fahren wir jetzt? Na, ich denke mal, ich habe hier noch 131 PS Düsen eingebaut. Das passt alles so. Also die können nicht 131 PS? Genau, die können mehr. Ne? Also ein originaler 131 PS Pumpe Düse macht locker mit Software oder in einer guten Abstimmung 170, 180 PS locker.
Mit dem originalen Lader. Und hier haben wir jetzt nur schon ein Bearbeiten dran, das sollte funktionieren. Also du denkst, das Setup so kann so um die 200 PS jetzt. 180 bis 200 PS sollten eigentlich locker möglich sein, ja. Wie natürlich, natürlich kommt noch drauf an, Auspuffanlage muss natürlich auch, ich sag mal, der Rohrdurchmesser stimmen, was für ein Partikelfilter da nachher reinkommt, was für ein Ladeluftkühler ist und so, da sind die Motoren sehr, sehr anfällig. Ne? Also da habe ich mittlerweile auch schon genug Erfahrung gesammelt, dass wir da nachher eine gute Lösung zusammenhängen kriegen. Das Einzige, was hier noch war, dadurch, dass der Turbolader hier ein bisschen anders ist, mussten wir hier einmal praktisch, dass die Abgasrückführung nachher, ne, dass das alles funktioniert, mussten wir hier das Rohr einmal selber bauen. Da gibt es leider nichts Vorgefertigtes oder so. Da mussten wir mal ein bisschen Anpassungsarbeit leisten. Aber sonst ist der eigentlich wieder fit. Starke Wasserpumpe drin mit Metallflügel, die ist immer ganz wichtig. Gerade letztens beim Kundenauto gehabt, Wasserpumpe mit Plastikflügel, hat die Hälfte gefehlt. Oh. Ne? Also es kommt immer darauf an, auf welche Teile verbaut werden, dass man da guckt, dass das alles so ein bisschen passig ist. Du hast ja gerade schon Wasserpumpe hochgehalten. Genau, hier ist einmal die alte Wasserpumpe. Ne? Das war auch zum Glück schon Metallflügel, aber ich sag mal, das, wenn wir den Motor neu aufbauen, dann machen wir das nicht. Neuen Ölwasserkühler hat er auch noch gekriegt. Und die Zuleitung für die Pumpe-Düse-Elemente. Die sitzt ja hier oben im Zylinderkopf drinne und ist dann in dem Motor an die einzelnen Pumpe-Düse-Elemente gesteckt. Das ist auch eine sehr große Fehlerquelle, ist aber sind keine Unkosten. Okay. Ne? Und diese 180 bis 200 PS, sind die jetzt schon, ich sag mal, Kotzgrenze oder kann ich damit ruhig Vollgas nach Russland ballern? Das kommt auf deine Abstimmung an. Es gibt, es gibt ganz viele Abstimmer, die machen, dass alles geht, dass du so viel Leistung wie möglich hast. Ne? Aber dafür bin ich immer nicht der Fan von. Das soll vollgasfest sein, da sollen Schutzfunktionen. Hier kommt ja sowieso, wir haben ja auch Abgas durch Partikelfilter und alles, haben wir auch Abgastemperatursonde und sowas nachher alles noch da drinne. Und darüber können wir natürlich eine sehr schöne Regelung nachher fahren, dass er sagt, so bis 900 Grad Abgastemperatur oder wenn 950 sind, dann regelt er die Leistung ein bisschen runter. Ne? Also das wirst du dann höchstwahrscheinlich auch ein bisschen merken, aber halt, dass der Motor einfach nicht kaputt geht. Ne? Ja, okay. Was haben wir eigentlich hier, René? Was das für ein Bauteil ist? Ja. So kurz Cut, nochmal Cut. René, denk nach. Nein. Also das ist ja das Pumpe-Düse-Element. Ja. Ne? Die alten Motoren hatten ja so Einspritzpumpe, wie man das noch so kennt, so ein alter Dieselmotor. Und das ist nachher so die erste Evolutionsstufe von so einem Dieselmotor. Das ist sozusagen Pumpe und Düse in einem. Ne, hier oben geht ja die Kipphebewelle rauf, pumpt hier quasi diesen Nocken vor, baut hier halt einen Druck auf und irgendwann wird quasi hier unten die Düse geöffnet über den kleinen Carbon-Schild, wie ihr gerade gezeigt hat, und wird dann eingespritzt. Ne? Hat, glaube ich, den Vorteil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man pro Arbeitsspiel mehrere Einspritzvorgänge halt machen kann. Ja, du kannst es punktueller und genauer und die Zeit dosieren. Genau. Ne, bei einer Verteilereinspritzpumpe ist halt nur so, er macht jetzt den Druck und dann geht die Düse auf und wenn der Druck wieder weg ist, dann geht die Düse wieder zu und hier kannst du es halt regeln. Ne? Und dadurch ist da viel, viel mehr möglich als, ich sag mal jetzt zum Beispiel wie bei meinem T4, bei der Aspect Uralt DDR-Technik. Genau, so eine Einspritzpumpe hat ja so, glaube ich, so eine Schrägkantensteuerung. Habe ich nochmal so gelernt. Ja. Darüber wird das quasi geregelt und hier ist es halt elektrisch. Ne? Ja. Und genau das Nächste, was ja danach kommt, ist ja dann eine Common Rail. Das ist ja sozusagen, dann hast du dann eine Hochdruckpumpe, ein Rail, wo der Kraftstoff oder der Druck dann gesammelt wird und dann über diese Piezo aus den einzelnen Zylindern sozusagen verteilt wird. Das ist dann so die letzte Evolutionsstufe. Ne? Davon gibt es auch noch wieder drei verschiedene Arten, aber Das ist vom Prinzip her dasselbe. Okay, dann habe ich noch mal eine Frage. Es gibt ja den 1,9er, den 2 Liter, 2,5er. Mhm. Seid ihr immer noch der Meinung, dass der 1,9er die richtige Wahl war, den jetzt aufzubauen? Ja. Mhm. Von der Haltbarkeit her? Ja. Die 5-Zylinder T4, also die alte Generation, das ist für mich persönlich, weil ich ein Freak davon bin, der geilste Fünfzylinder. Das ist Quatsch. Naja, aber der hält auf jeden Fall, der hat Schiff. Genau. Ne? Also ich habe auch einen Motorschaden gehabt, aber bei 480.000 Kilometern und das auch mit aufgepumptem Motor, also alles gut. Da sind,
Beim 2-Liter TDI geht auch noch viel, also bei diesen 170, 140 PS Varianten. Aber ich sag mal, für vom reinen Kosten-Nutzen-Faktor, wie alles zusammenspielt, was die Teile für den Motor kosten und ist der 1.9er eigentlich mit die beste Grundlage. Man darf ja auch hier immer nicht vergessen. Ne? Genau. Ja, klar. Also das ist ja jetzt ein Preis-Leistung ist auf jeden Fall da mit Abstand am besten. Aber auch wenn ich den jetzt Standard lassen würde, was ja in meinem Fall immer nie geht, dann wäre der 1.9er aber trotzdem eure erste Wahl. Ja, also für mich auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, ich habe vor dem Golf 7 habe ich auch einen 1.9er Diesel Golf 4 gehabt und das Ding hast du auch einfach nicht kaputt gekriegt. Beste, und der beste. Hat immer Vollgas gekriegt. Ja. Natürlich warmlaufen, aber danach, ich habe nur drauf gestanden. Ja, das ist genau das Gleiche hatte ich mit meinem kleinen Rennskoda, den ich vorher immer im Alltag gefahren. Und da hat der, ich habe den mit 280.000 Kilometern gekauft. Bei 320.000 Kilometern habe ich den Motor umgebaut und bin dann 250 PS erst ganz lange Zeit gefahren. Und am Motor war nichts gemacht. Es war die erste Kopfschichtung drauf. Es war die originale Nockenwelle drin. Es war alles original. Der Motor war stock. Einfach nur einen großen Turbo, große Düsen und Vollgas. Und gucken, was passiert. Und Vollgas auf der Autobahn, Viertelmeile rennen, alles. Alles, was geht, glaub mir, nichts. Nichts kaputt gegangen. Also ich habe noch keinen Motor geschrottet. Ja, das finde ich gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Veränderungen hier an dem Motor? Große also jetzt irgendwelche anderen Veränderungen haben wir jetzt nicht weiter groß. Wie gesagt, einmal nur alles revidiert, einmal alles schick gemacht. Auch mal hier die Motorhalter und so, alles ein bisschen, ne, dass es auch ein bisschen schick und gut aussieht, weil ne, das Auge ist immer mit. Einladen. Wir beide ja nicht. Wir rauchen erstmal noch einen. Genau. Der Kräftige steht da hinter der Kamera. Genau, der lädt den Motor. Der lädt schnell den Arm und springt den genau. raus rein. Und dann geht's näher weiter. Zweiter Tag. Bus haben wir von Frankie abgeholt, da stand er ja noch und zwar mit diesem hübschen Kerl. Guck. So, was machen wir jetzt? Jetzt hängen wir den Motor rein. Genau, also der Tag ist ja schon relativ vorangeschritten in der Zeit. Genau, wir haben vorher noch ein bisschen, deswegen ist es dunkel draußen. Entweder habt ihr das schon gesehen oder ihr seht das noch, beim Passerati, das ist ja mein aktueller Daily, war so ein kleiner Reparaturstau über ein Jahr und das haben wir heute Vormittag oder den ganzen Tag eigentlich sogar erstmal gemacht. Aber heute geht es ja um den Bus. Genau, das von dem Motor habt ihr gerade schon gesehen, wo wir bei Schilfi waren. Da hat sich jetzt auch nichts weiter verändert. Wir haben den einfach nur hierher gekarrt, waren noch bei Frankie, haben den Bus noch abgeholt und das war's. Das Ding ist einfach so wunderschön. Stimmt. Ja. Ich bin richtig aufgeregt, meine erste Fahrt mit diesem Ofen. Das wird auf jeden Fall cool. Das wird geil, ne? Ja, das genau. Das ist das Erste. Jetzt müssen wir die Frontmaske wahrscheinlich als erstes abbauen oder hängen wir das Ding von unten rein? Genau. Also die Zuschauer wollen ja wahrscheinlich auch wissen, was wir noch gemacht haben am Motor jetzt, beziehungsweise an dem ganzen Ding hier. Können wir nochmal kurz hinfilmen. Also wir haben jetzt hier ein Sechsganggetriebe genommen. Ach ja, stimmt. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Von 2 Liter TDI aus so einem Facelift T5. Das haben wir einmal komplett zerlegt. Da ist, ja, hatte eigentlich gedacht, dass wir noch ein bisschen was machen, also so, dass man das Ding fahren kann. Aber war schon relativ viel im Dutt und also haben wir relativ viel gemacht. Kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Ich glaube, das waren so 10, 12 Positionen, die wir da bei VW bestellt haben. Aber auf jeden Fall wieder ein frisches Getriebe mit einer frischen Kupplung. Genau, genau. Kupplung haben wir von Look genommen. Hat das einen besonderen Grund? Ja. Also wir haben eigentlich die besten Erfahrungen damit gemacht. Okay, gut, das reicht mir als Aussage. Genau. Ja. Und ansonsten haben wir dann eine Kupplung, 2-Massenschwungrad haben wir auch alles natürlich neu. Also einmal so ein komplettes Rap-Kit, 2-Massenschwungrad, Kupplung, Ausdrucklager. Ja, haben dann das alles konnektiert hier, Motor und Getriebe. Weißt du, wie viel Newtonmeter das jetzt aushalten müsste, das Paket? Ja, gute Frage. Ne? Ist ja ein MQ500, also rein theoretisch. Matze ist ja in dem Golf auch ein MQ500 gefahren und ja, so zwischen 800 und 1000 PS ist er da, glaube ich, mitgefahren. Das hat also gehalten. Ja, was sollten wir mit dem Bus dann schaffen? Also ich möchte mal meinen, dass der Motor hier das Getriebe nicht kaputt kriegt. Okay, sehr gut. Mhm. Ja. Gut, das heißt, Frontmaske ab.
Nee, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir nicht, wir hängen das Ding von unten. Wir nehmen den, genau, den Aggregateträger. Den hat da habe ich letztens was gelernt bei der Firma Animal Racing, als die hier waren. Ja. Und zwar, die kommen ja relativ weit südlich aus Deutschland. Mhm. Und die haben gemeint, das heißt nicht Aggregateträger, das heißt Subframe. Also ganz liebe Grüße an Daniel. Vielen Dank für die Aufklärung. Hört sich auch ein bisschen cooler an. Ja. Also wir nehmen den Subframe ab, hängen den Motor dann rein. Und dann können wir nachher anfangen mit Ladeluftverrohrung und alles ein bisschen komplettieren. Genau, ich denke mal, dass der nochmal rauskommt auf jeden Fall, wenn wir den Kabelbaum anbauen. Aber das seht ihr dann in den nächsten Videos. Genau, alles Stück für Stück. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, einmal anheben den Bock und rein mit dem Biest. Ja. Motor ist drin, ging fix. Ja. Gut, da muss jetzt noch angeschlossen werden und so, ne? Natürlich, genau. Klar. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, worauf die Zuschauer sich freuen können? Ja, wir haben ja noch, also motormäßig erstmal, ist das ja eigentlich relativ easy. Mhm. Ne? Ich habe jetzt nochmal einen neuen Kabelbaum bestellt, vor 10 Minuten, bei VW. Liegt daran, weil das Auto ja schon sehr alt war. Die ganzen Kabel schon hammersprüde sind, überall Feuchtigkeit reingelaufen ist und das sind halt alles Federquellen. Ja, klar. Der Kabelbaum kostet, glaube ich, ein bisschen Prozente, irgendwie 350 Euro. Denke ich, ist auf jeden Fall gut investiertes Geld, bevor wir nachher wieder irgendwo Fehler suchen und so, das ist dann teurer, klar. Genau. Ja, ansonsten also Kabel anschließen, also den Kabelbaum anschließen. Und dann geht's los mit der Ladeluftverrohrung. Da gucken wir mal, was wir für einen Ladeluftkühler nehmen. Ja, das Restliche ist ja einfach nur noch zusammenstecken, das Ding. Genau, also Inneneinrichtung zum Beispiel, die muss noch rein. Dann geht der Bus wieder einmal zu Frank. Mhm. Weil hier muss ja erstmal die Kabellage irgendwie gezogen werden, wo Frankie sich dann draufklemmt quasi, ne? Genau, also wir machen ja quasi erstmal Türen wieder zusammen, Fensterheber rein, Türpappen ran. Armaturenbrett haben wir ja noch was ganz Wildes vor. Genau, da sagen wir noch nicht so viel, außer, dass das auf jeden Fall rausfliegt und das Neue ist schon in der Mache, wo ich mich auch, ich habe ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk bekommen letztes Jahr, eine Stoßstange, wird extra angefertigt, gibt es so nicht. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, euch die zu zeigen. Noch irgendwas? Bremse haben wir jetzt vom SQ7 genommen und wir haben so festgestellt, am besten sind eigentlich Felgen vom Touareg oder vom Q7. Oder vom Cayenne. Macht sie eigentlich am besten. Kosten nicht die Welt, haben genug Traglast und ja, passt halt geil über die Bremse rüber, ne? Ja, mega. Ja, dann eventuell muss ich mich nochmal drum kümmern, ein bisschen Entertainment-mäßig, also einfach nur Boxen, dass da jetzt keine Membran klappern oder so, ne? Dass ich da mal irgendwie ein frisches Set besorge oder sowas. Mhm. Zum Beispiel, das weiß ich noch nicht. Wie wir das machen, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich schon. Ach so. Ich habe auch schon eine Idee. Okay, cool. Da muss ich nochmal telefonieren. Also das denke ich, das wird auf jeden Fall ganz gut. Ja. Man hat ja die Möglichkeit, so im Interieur mit ganz einfachen Mitteln eigentlich einen guten Sound zu kriegen. Ja, stimmt. Auf jeden Fall müssen wir daran denken, bevor wir die Fenster oder die Türen zusammenbauen, dass wir da nochmal ein bisschen dämmen. Genau. Mit einer Tür oder sowas. Mhm. Na, so Thema Passivmembran, dass wir das ein bisschen berücksichtigen. Das bringt halt nichts, wenn du da jetzt riesen Boxen reinbaust, aber das Blech außen den hier macht. Ja, genau. Aber das seht ihr alles dann in den nächsten Videos, ne, würde ich sagen. Vergiss nicht zu abonnieren. Dankeschön. Tschüss. Danke für deine Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.